Und willkommen zurück. Okay. Zum Osterevent. Wir sind immer noch im Bunny-Gehege. Ich mit drei Bunnies und einer Kakinos. Gott, hau bloß nicht zu, wenn du die Dotus zerstörst. Oh Gott, guck dir den mal an hier. Oh mein Gott. Guckt euch mal den Bambina an. Hey, jetzt kannst du aber wenigstens sehen, wie der richtig gut ist. Vor allen Dingen so wie so ein cooler Hip-Hopper Chief, die Mütze. Ja, zwischen den Ohren. Bisschen aus, als wenn er einen Köttel auf dem Kopf hätte. Ja. Der Dodo sieht irgendwie so böse aus. Was hätten wir denn gezeigt? Der ist auch so grimmig böse. Oh mein Gott. Warum sind die eigentlich die Dodos? Wenn wir den jetzt so stehen lassen, dann denken sich die Dodos da unten, die müssen jetzt ganz schnell machen, sonst kommen sie nie wieder raus. So oder so nicht. Moment, ich komm mal ein Stück runter. Also ich bin unten gespawnt zum Beispiel. Weißt du nicht? Ich liebe die Dodos. Kommst du hier hoch? Also mit dabei wieder Benny. Akuma, da hinten irgendwo am Abgrund ist die Ruffy und der Gnome. Ja. Da ist der Gnome. Kann er nicht hoch. Das müssen wir nachher mal auf dem Rex ziehen, Dex. Oh Gott, nein. Ich glaube, du kommst. Nee, nur mit Klettern. Übi, du kannst das Kind so immer wieder abmachen. Ja. Deck. Warte. Warte. Außerdem ist das Dex und mein Rex, nicht deiner. So. Also, wo ist er? Du meinst? The Ruffy? Ach, du hast ein Tier dabei. Naja. Ja. Sonst wäre das Ganze ja unproblematisch gewesen. Hast du zufällig eine Krapsel dabei? Ja. Ja. Warte, ich bin oben. Okay. Hab's geschafft. Schon wieder unter der Karte runtergebackt. Ich hab's auch hier. Eigentlich ein ganz nettes Plätzchen hier oben. Ja, es gefällt mir richtig gut. Ich schön aussieht auf jeden Fall. Ich baue zwar auf dem Metalbacker-Server auf einem ganz anderen Podest, glaube ich, da hinten, ne? Also der Süd-Spawn-Punkt ist der kleine Zipfel da unten. Der hintere. Brauchst du mir den Alut schieben? Das ist ja so ein bisschen fake hier, weil einige Inseln im Hintergrund, die gibt es eigentlich gar nicht. Das sind einfach nur eine Illusion. Ja. Die gibt es ja nicht. Also im Prinzip gibt es noch die jetzt rechts von uns, die beiden, dann der kleine Zipfel dazwischen. Was das Spotmund Süd ist, das dahinter und glaube, das war es dann auch in die Richtung schon mit Inseln. Ich baue auf dem Metalbacker Server baue ich auch sowas. Da habe ich auch so einen Torbogen. Aber da habe ich nicht diese riesengroße Festungsturm da dran, sondern wo ist der? Mal kurz testen, wie sieht das aus? Keine Ahnung, wo ist. Oh mein Gott. Ja. Es sieht echt. Das hat schon was so, als ob der so sein. Wenn du mit denen im Wasser jetzt rumschwimmst, dann sieht das immer aus, als ob der so ein kleines Quietsche-Entdog. Komm mal ein bisschen näher zu mir, komm mal ein bisschen näher zu mir. Quietsche-Entdog. Nee, nicht mit ihm. Stell dir mal wieder so hin, wie er vorher war. Seitwärts. Warte, mach ich kurz. Der steht nämlich perfekt so in der Sonne gerade. So, okay, und jetzt stell dich mal ein bisschen drunter. Dreh dich zu mir um. Stell dich genau unter ihn drunter. Auch das Bedürfnis, Bennys Kopf zu drücken und gucken, ob das dann quietscht. Und du musst von mir gucken, natürlich. Ich will ein Foto machen. Oh. Okay, sieht gut Gott, aus. Oh Gott. Oh Junge. Einfach nein. Du, guck mal, kannst du dem Benny nochmal den Speer noch dazu geben? Das ist ein ganz akutes Nein. Das wird das große. Warum denn? Was habt ihr denn eigentlich in dem Marshmallow-Dodo? Voll toll. Hey, ein Ei. Stell dich mal am besten so hier so. Das wird ein schönes Foto. Das geht schlecht wegen Eli Looking. Mach's doch auf. Unser Speer. Wie öffnet man die Eier jetzt eigentlich? Boah, ich muss mal ganz ehrlich sagen, der Chibi geht mir auf den Sack gerade. Und dann mach's einfach auf. Ne, musst du ja da auf die Position gehen, wo du gerade warst. So? Nehm ihm. Und? Da ist nicht zwei rausgekommen. Ja, warte mal, ich muss jetzt mal das Dings ausschalten. Dass er dich nicht angucken soll, ne? Ja, jetzt. Jawohl, das hier. Ich mach auch gleich noch welche auf. Hab jetzt wieder 50 Eier da reingesammelt, jetzt hab ich keinen Bock mehr. Ja, sehr schön. Wieder zum Öffnen. Sehr lustig. Ich finde die Witze ganz an gut. An sich können wir auch mal ein paar mehr Eier öffnen für die ganzen Chips. Dann hol ich meine Eier da wieder raus.
Wo kriegst du denn die Eier jetzt her? Das, die droppen auch die Dings, oder was? Die Dodos? Die Eier, wo die Chibis drin sind? Ja, ja, das ist alles die selbst. Hast du schon welche gehabt, Akuma? Chibis, ja. Nee, Eier, wo man die man droppen kann. Nein, das sind einfach die du aufsammelst, die kannst du dann hinstellen. Ach, das sind alle. Ach so, das sind immer die gleichen. Das sind meine Eier. So. Ich gesammelt. Wo ist denn? Ja, wie soll ich denn sammeln, wenn du die ganze Zeit da drin stehst, Geier? Eier, Geier. Ich habe ein Ei eigentlich gerade rausgekommen. So. Habe ich das verworfen? Habe ich das fallen lassen oder habe ich das gegessen? Nee, es ist. Nee, hast du nur. Na, hast du es auf der Taste gehabt? Nee, ich such's gerade. Hier liegt's irgendwo. Yes. Oh, da liegt hier eins. Okay, so. Fake-Ei war das. Oh! Alter, was denn? Was ist das? Nein. Giga. Giga! Ehrlich? Oh, ich hab Giga-Chip. Oh, cool. Für den Giga-Kopf. Wo ist er denn da? Hier. Ach, das ist ein Giga. Wenn der jetzt noch brüllen könnte, das wäre toll. Ja, der möchtest du ein Schwein. Voll traurig. Bitte? Ruffy? Möchtest du ein Schweinchen haben? Nee, guck mal, was ich habe. Dex hat das Beste eigentlich. Ja. Der Hai ist süß. Der Hai. Hai in der Bubble. Nein, das Beste ist immer noch Gesicht der Basi. Ich heie Hai. Ja, Basi, ich bin Basi. Die kleine, guck mal, ich hab noch einen davon gekriegt. Der kleine Wurm. Der Basilisk, ja, so klein ist der gar nicht. Weißt doch, die ganzen Chibis erstmal im Kopf. Wir müssen mal. Genau. Eier weitersuchen. Was hast du eigentlich auf der anderen Insel keine Eier, keine Dings gefunden? Keine Dodos? Nö, die wollten da irgendwie nicht so ganz. Ich könnte eigentlich mal rübergehen. Ich gehe auch nochmal ganz kurz auf eine ganz kurz und schnell eine andere Insel. Ekos. Absuchen, nur mal kurz. Ein Eko? Oh. Ein Eko. Möchtest du zusammen, Kümchen? Ja. Warte, ich schmeiß es in den Kopf. Zeig mal, wie es aussieht. Eko? Ja, warte, ich gebe das Kümchen gerade. Oh, wow, voll schön. Süß. So ein Mini-Zebra. Ja, cute. Wobei, auf den allerersten Blick, und das hatte ich vorhin auch schon, wo ich das erste Mal so eins gesehen habe, es wirkt ein kleines bisschen wie ein Eodon. Oh. Einfach von den Proportionen her. Ja, das ruhig. Was auf die Insel hin? Ja, oh, da war keiner. Da war nicht mal ein Bunny-Dodo. Normaler Dodo. Ich möchte jemand ein Droidekorus. Oh, Docke. Bin später, die mag die. Kano. Nee, warte, nee. Rollrad. Ich weiß gar nicht, was ihr alle so gegen Kanos haben. Voll doof. Noch ein Deodon? Oh, guck mal. Wir sind mit Deodons raus. Benny? Wo ist Benny? Da. Weg. Bärchen. Hab ich drei Stück. Der Bär ist Server. Ultra niedlich. Achso, ich möchte, wenn du willst, aber bei Metal of the Server habe ich meinen ganzen Blattsauger voll. War ich nicht hier? Wo waren wir nochmal? Auf welcher? Mit Chibis. Da hab ich. Ach doch, da waren wir. Weg, Ei. Ich krieg zu viele Windeier. Ah, Bett in Buffalo. Der Frosch ist auch neu. Dann sammeln wir doch mal ein paar Eier noch für die letzten Skins noch. Wir haben ja noch zu. Ich würde gerne noch so einen Hut haben, so einen hässlichen Eierhut hier. 40, Junge, das ist auch noch was. Beim Alu. Und ich will noch gerne die Keule haben. Ach, was? Hasenkeule aus Schokolade. Okay, dann sammeln wir erstmal wieder Eier für. Ich gehe nochmal weiter. Ja, ich gehe mal auf eine andere Insel. Vielleicht schaffen wir es noch in der anderen Server auch welche oben drauf sind. Vielleicht schaffen wir es noch in dieser Folge was. Gucken, ob ich eigentlich übrigens. Wie kommt. Geht ihr nochmal unter Wasser? Ah, jetzt geht's. Mit X. Nee. Mit C oder mit X oder? Mit X. Mit X wechselst du zwischen über Wasser und unter Wasser. Hat er ja bei mir vorher nicht gemacht. Das war ja verbuggt. Dass Todes bei mir gerade zurückgesportet. Ja, der hat ein Ei gelegt. Alle beide. Haben sie alle beide so ein kurzes Stück geportet? Ich höre dich, aber wo bist du? Welche Finder? Können wir mal bitte die Bats Buffalo habe ich mal reingeworfen, falls ihn jemand haben möchte.
Kann mal jemand bitte Glitchy diese Schande abnehmen? Wenn ihr diese Schande verursacht, das auf meinem überragenden Sattel. Oh, hier sind die Dodos. Hey, gib den zurück. Ich verfolge auch einen. Sonne. Ja, auch so. Was heißt hier diese Schande? Hör auf mich zu hauen. Ja, wenn du die ganze Zeit meine Sachen, meine Kunstwerke vereitelst. Guck dir mal deinen Giga an, der guckt voll traurig. Ja, weil er dich gesehen hat. Danny, der war jetzt böse. Kübchen hat mich schon die ganze Zeit. Die mobst mich, die sagt immer meine. Das meine hat sie auch, ja Möpse. Du hast Eier. Ich meine, diese Ostern. Dodo-Marshmallow-Hüte, sagt sie immer, sie sind hässlich, die sind voll toll. Ostern, 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 Ostern. Es gibt überall dicke Eier. Hallo, guten Tag und tschüss. Dicke, bunte Eier. Bunte Eier. Und diese eine Dodo hat ja so einen Schnabel. Nein, spring jetzt hier nicht runter, du beknacktes Dodo-Tier. Nein, er ist gesprungen. Hast du ihn geschlagen gehabt? Ja. Dann, ja. Er war in heller Aufruhr. In heller Aufruhr. Helena? 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 Hi. Giss mich jetzt bitte nicht. Wir pointieren uns mal noch nach Nordost. Vor allen Dingen finde ich es ganz gut, dass der Entwickler daran gedacht hat, kein Geschlecht den Bunnies zu geben hier. Sonst heißt das nachher, ich gehe den Männern an die Eier. Ja, wo müssen die Eier herkommen? Mädel ist ja nicht da. Was war als erstes da? Der Dodo oder das Ei? Das ist eine Frage, die sollten wir mal in den Kommentaren klären. Ach, ich bin jetzt bei Dings gelandet, bei Kivo. Unter 3000 Kommentaren akzeptiere ich das nicht. Dass das eine Diskussion ist oder dass irgendeine Aussage eventuell getroffen werden worden sein die könnte? Die einen werden sagen ja das Ei, das andere sagt, die anderen sagen Dodo. Ist ja klar. Also ich wäre für das Ei-Dodo. Bin fürs Dodo-Ei. Was? Oder so. Erst aber. Ja, kommt drauf an. Du sagst, ob der Dodo oder das Dodo-Ei zuerst war, das ist klar. Aber wenn du sagst, das Ei oder der Dodo, es gab ja Eier schon vor dem Dodo. Aber wer hat das Ei gelegt? Kein Dodo. Aha. Richtig. 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 Hör ich noch ein Dodo hier? Ach, das ist noch dieser. Hier ist ein Standard-Dodo, der läuft hier rum, aber ich darf den nicht kaputt schießen. Weil sonst flippt der andere Dodo aus. Und das ist eine spannende Angelegenheit. Dann geht er hier nämlich hier hops. Thomas, tüsierst du den armen kleinen Dodo? Weil der legt mir immer Schokoladeneier dazwischen. Das sind so diese faulen. Ach, hier ist Kümchen. Faulen Eier. Da hat er angelegt. Ich nicht reinbeißen. Nein, nicht runterpurzeln. Nicht runterpurzeln. Ach, Affe. Komm, hau rein. Hau rein. Wie viele Eier habt ihr schon gesammelt? Ich habe jetzt gerade 10 hier mit einem einzigen Dodo. Ich habe noch kein Dodo gefunden. Ach, ich hab Obdorix, hallo, aber du legst kein Eier. Sammel. Bestimmt liegt der Eier. Sag ich ja nicht, die ich haben möchte. Kannst du ja mal mitbringen. Kannst den Kochtopf veräppeln. Ey, Kochtopf, hier ist der Eier. Das sind mir die falschen Eier. Warte kurz, ich mal sie noch im Bund an. Besser. Elena, das finde ich lustig, wenn man so Eier, also die Eier von den weißen Eiern, normalen Standard-Dodos, anmalen könnte. Man kann doch malen. Warum kommen die denn nicht einfach so als ein Table machen? So als Gimmick einfach, meinst du? Richtig, und dann ein Ei reinlegen und dann anmalen und dann kann man das dann setzen. Und dann hat man dort die gemalten Eier. Das finde ich eine nette Angelegenheit. Dann kann man die Häuser, das machen die ja so gerne, alle möglichen Leute, die gestalten ihre Häuser auch so schön immer um. Dann könnte man die Eier anmalen. Wo ist das Ei? Wo ist das Ei? Wo ist das Ei? Ist das runtergepurzelt? Ehrlich? Ja, doch, ein Dodo. Wo ist das Ei? Er bewegt sich. Das ist ein Osterdodo. Ein Osterdodo. Wo ist das Ei? Scheiß Dodo, ey.
Der läuft natürlich immer an so einem Hang hier. Und immer wenn er das Ei fallen lässt, dann purzelt das Ei hier runter und da ist es. Da ist es. Hör auf, verdammt. Plus, ich habe ein Dodo gefunden. Ein hübscher Archäopteryx, hallo. Ich lasse es. Das ist mir zu nervenaufreibend. Geht gar nicht. Bett würde ich die Platz nehmen, Kleiner. Oha, der Chibi-Schrank. Ja. Ich werf nochmal ein Deodon und ein Bärchen dazu. Ich komme! Da bin ich. Ach, von da kam er. Eingeflogen. Bloodstalker Express. So, hier noch. Oh, guck mal, 40 Eier. Crazy Zeugs. So, machen wir hier. Le Knüppel mache ich mal. Darf ich den? Ja. Ich habe erst erstellt und dann habe ich gefragt. Ja, das wie man das so macht. Das Event geht ja noch eine Weile. Das ist aber ein Skin für einen Knüppel, denke ich mal, oder? Ja. Keule, ja. Hey, Keule. Hab ich mich mal erstellt. Erlernt. Was? Keule. Jetzt so. Mann, jetzt muss ich auch noch hier Punkte dafür ausgeben. Ich werd verrückt. Nee, stimmt. Doch, ich hab sie gelernt. Egal. Da. Was brauche ich dafür? Ach, Holz habe ich gar nicht. Holz? In Helle Dopf. Ich bräuchte eine blaue oder eine Lob. Eine noch Keule besser. Fallen lassen. Blob. Ein Osterdruck. Noch eine Keule zwei? Fallen lassen. Oder auch nicht. What the heck? Ach, das ist wirklich, das ist Schokoladenohr. Ein Osterhasenohr ist das. Ja. Ja, mit noch ein bisschen Alufolie unten dran. Mhm. Und oben abgebissen. Das war ich nicht, ganz ehrlich. Hast du Archäopteryx? Passt eigentlich perfekt zu dir. Ja. Der Schokohasenknüppel. Ich wollte mal gucken, ob das bricht. Das zählt nicht. Das ist kein Oster-Event. Ha! Da kommt Ostereier rausgeflogen. Das Ei habe ich im Springen gelootet. Die Ninja lootet. Ah, ah. Wenn du sterben möchtest. Es gibt auch schnellere Methoden. Mhm. Zum Beispiel einfach so da unten reinspringen und ein bisschen tauchen, bis die Haie oder die Elektrophofen kommen. Nee. Ich hab da eher meinen Schrot hinüber. Dem Benny gefällt voll die Mütze. Guck mal, wie der hier rumläuft, ey. Das darfst du keinem erzählen, ne? Du wirst jetzt das ganze... Das ganze Let's Play über werde ich jetzt rumlaufen. Was? Ich finde auch, wir sollten als nächstes mal diesen einen Hut machen, den Kükenhut hier. Ostereierhut. Was ist das? Den Schalenhut oder das kleine Küken? Ach so. Ach so, das ist ja auch noch da. Stimmt, du hast ja den Hasen. Ich habe Marshmallow. Dann gibt es noch die Eierschale und das Küken. Das Küken ist doch, glaube ich, ganz neu, weil die Eierschale kenne ich irgendwo her. Die Eierschale ist vom ersten Jahr. Küken gab es auch schon vorher? Das Marshmallow und das Küken sind letztes Jahr dazugekommen. Was mit diesen Körben? Neu. Da ist das E4 ist ein C4-Skin und das andere ist ein Hut. Was ist denn dieses Spiel will mich mobben. E4, was bedeutet das? E4. Das ist ein C4-Skin. Das Explosionszeug. Ach so. Oh ja, okay. Das Zeug, was ich so kann. Die haben mir wirklich gerade zwei Chibi-Moshopse gegeben. Ja, das hat was zu bedeuten. Ah, guck mal, jetzt sei doch nicht so. Sei mal kein Frosch. Sei mal lieb zu denen. So. Aber ich habe auch Tapajara bekommen. Ja, kann man eigentlich. Tapajab-Jab? Ja, ein Tapajab-Jab. Round 1. Zwei ausladen, Fight. Was ich gar nicht brauche. Kannst du die Giga eigentlich aggressiv stellen? Ich fände das cool, wenn man die schreien lassen könnte.
Aber das hört sich ja wirklich dann so an, so. Ja, voll super. Wenn du angreifst oder so, kämpfst gegen irgendein Tier und der macht ja so. Mein Hai hört sich dann übrigens dann so an. Ja, vielleicht. Es war aber auch geil. Greifst du ein Tier und dann kommt bloß so ein. Das wäre eigentlich andersrum. Wenn ich dann durch, mit den Fingern da durchgehe, war so, oh, Wasser. Tot. Scheiße. Finger ab. Zappel, zappel, zappel. Auf dem Boden. Warum tust du mir das an? Wie viel braucht er dafür? Das sind nämlich jetzt gleich schon wieder 30 Stück. 40, 29 sind's. Ich geh mal noch, ich geh noch mal auf eine andere Insel, da hinten. Jump! Noch mehr Jump! Hohe Insel! Gegen den Fels hauen! Abspringen! Ankommen! Ich muss das alles dokumentieren hier, was ich tue. Oh, hier ist ja jemand! Hallo, Akuma! Akuma macht das hier für sich ihr eigenes Ding! Jump! So. Oh, hier ist ein Oster. Nee. Zwei Äffchen und ein ganz normaler Dodo. Was ist denn hier los? Es gibt hier keine Ostereier-Dodos mehr? Was ist denn hier kaputt? Ich habe ein Chibi-Megatherium. Was ist das für ein Stony Boy? Und ein Deodon. Und noch ein Eku. Habe ich auch ein Eku gekriegt. Hey! Das ist weiß-schwarz. Das sieht wirklich aus wie ein Zebra. Oh Gott. Ich habe zu viel gedrückt. Ich habe zu viel gedrückt. Ich bin einfach mal am Ziel vorbeigejumpt. Hallo gesagt und direkt wieder weiter. Oh, ist ein Ich zähle mir, glaube ich, ein Mesopithecus, währenddessen hier noch Eier gesammelt werden. Habe ich gerade zwei Stück. Wir sind schon wieder bei 37. Wollte mir ihn eigentlich auch direkt zählen, weil das Problem ist, jetzt bei die Kinder gesprungen. Noch ein Eidex und dann können wir nächstes Skip machen. Gut. War anthrazitfarben. Hat beides gezogen. Und den Marshmallow. Mesopithecus. Ups. Ich wollte gar nicht zuhauen. Ich wollte nicht zuhauen. Was macht der denn? 36er Level ist wunderbar. Was hat er schon von Fortschritt? Oh, ich bin weg. Bei Bären rein, kein Bock mehr. Ich glaube, ich brauche den Dodo-Hut. Dann zieht der mich nicht und dann kann ich dem die ganze Zeit immer Bärchen zustecken. Und dann machst du aus welche Geräusche? Wärmachtsgeräusche? Mütze passt sogar zu mir. Ich habe nämlich so eine ähnliche zu Hause. Hast du schon angezogen? Hast du schon gebaut? Ja. Zeig mal. Ja, genau. Ich hab so eine ähnliche zu Hause, aber. Ja, das ist doch das Ding, was du deinem Magma aufgesetzt hast. Ich komme mal zu dir. Aber so eine Mütze habe ich sogar in echt, bloß nicht als Küken, als Schneemann. Zeig mal. Das ist zu Weihnachten von meiner Oma bekommen. Sieht voll süß aus. Warte, ich glaube, so sieht man das. Ja, das sieht. Nee, das hängt im Bart, glaube ich. Bei das sieht gut aus. Bleib mal so stehen. Das ist ganz cool. Mach ein schönes Foto von. Das ist halt so eine. Vor allem mit dem blauen, buschigen Bart da. Ja, passt. Das ist einfach nur so eine Bommelmütze. An sich. So eine habe ich als Schneemann. In echt. Ich habe ja eine. Also fehlt bloß noch der Dings. Der Eierschallhut. Wir haben ja Zuschauer, die machen das. Als Hobby. So, weiß nicht, Sticken, Häkeln oder wie das alles heißt, das Ganze. Das hier kann ich unterstricken. Könnten mir es auch gehäkelt vorstellen, aber keine Ahnung. Keine Ahnung, ich habe die als kleines Kind mal von meiner Oma geschenkt bekommen, die Mütze. Habe ich bis heute noch. Trage ich im Winter sogar immer noch, weil das sauwarm ist. Trägt der Benny immer. Trägt er auch gerade noch am Rechner. Ja, natürlich. Wird ein bisschen warm bei den Temperaturen und langsam, okay. Es ist ein schöner Schneemann mit Holz, mit Karottennäschen. Mit echter Karotte von damals. Sieht doch ein bisschen komisch
vor. Ist immer noch die erste Karotte. Das ist vor Holz. Ich will nicht wissen, wie das Ding dann aussieht, würde, wenn es eine echte Karotte wäre. Ich glaube, das Ding wird schon weglaufen. Ja. Wo hast du denn gerade dein Ei verloren? Oder habe ich das? Ach, das habe ich auch mit aufgesammelt. Okay. Also wenn irgendjemand seine Eier verliert. Solange sie nicht blau sind, ist alles gut. Der faked mich, der mir so pittig ist, der legt mir immer Köttel hier vor beim Zähmen immerhin. Das geht nicht. Ich heb mal seine Schokolade mal auf. Das ist ein Fake. Fake Schoki? Ja. Es ist nicht das Original. Katze! Hey! Wieso, wieso, Bigigus? Ich bin glücklich, dass du nur Low Level bist. Der Giga guckt nicht traurig, der guckt gelangweilt. Wem? Warum? Warum? Warum ist, aber wenn du im Dodo-Gehege rumläufst mit dem Giga und der darf nicht zubeißen, was soll er denn sonst gucken? Bei Dodos produziert echt fleißig weiter Eier. Hast du auf einer anderen Insel gerade einen? Ich bin im Süden. Hast du ein Gehege gebaut oder hast du es... Die rennen hier beide rum, das sind zwei Dodos, die rennen hier die ganze Zeit über durchs Gebüsch. Ich habe Gebüschen abgeholzt. So scheiße, Mensch. Wir haben es doch geschafft, Walz. Wir haben doch fast geschafft, Meso weiblicher Petikus. Meso, 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 Meso. 19. Noch einmal. Oh, jetzt mach kein Shit. Mal ganz kurz darum. Süd hast du gesagt, bist du? Dixon, als was möchtest du die Eierschale? Als persönlicher Hut oder als Dings? Als persönlicher Hut. Als Tierhut? Für welches Tier denn? Für welches? Oder als Tierhut? Warte mal kurz. Stimmt. Als Tierhut. Kannst alle als Hallo, kleiner Magmasaurus. Okay, dann mache ich den, sobald ich die ganzen Eier habe. Echt jetzt? Was? Magma? Ich habe Magma rausbekommen und einen Reaper. Na, ja, wie cool. Ich löse hier gerade ein paar Eier auf. Bitte. Hast du schon gemacht? Oder ist, Der fehlen noch Eier. Das war jetzt nur schon als Vorabfrage. Ach, sind okay. Fehlen noch ein paar. Den werde ich dann nämlich auf diesen hier drauf tun, hier. Auf mir ja, so. Dann brauchst du einen Menschen. Ach so. Den musst du ja einen Helm aufsetzen. Ach so, aber stimmt, ja, stimmt. Das andere geht ja auf den Skinplatz. Ah, hier, komm mal her, Dix. Yes. Wir können ja mal kurz was testen. Lange. Das ist ja schon da stehen. Und einmal kurz den auf. Ja, wie geil. Das sieht super aus. Das sieht gut aus. Gnomi, hi. Ich glaube, der passt sogar eher dazu. Stell dich mal neben mich mit dem anderen Mützchen. Deine Mützchen, was du immer anhast. Jawohl. Und hast du den Speer auch oder hat der Akku mal den wieder? Den Speer hab ich noch. Aber ich hab was für Knie. Ja, halt den mal ein bisschen mehr nach rechts oben. Nee, dann nach links unten. Ja, so, perfekt. Nee, ein bisschen höher. Ja. Stopp. Perfekt. Wir sehen so bescheuert aus. Das ist köstlich. Ja. Perfekt. Schönes Foto. Ich hab was für dich. Ich will den auch mal den Marshmallow gut aufsetzen. Ich hab wie das bei dem aussieht. Chibi für dich. Oder möchtest du den nicht? Der folgt dir nicht. Ich weiß nicht, was du hast. Halt ihn kurz ab. Ich muss aber ganz kurz Eier sammeln. Und dann nicht, dass sie denken, dass sie hier nicht mehr machen müssen. Wo kommen wir denn da hin? So. Der Marshmallow-Hut, der sieht irgendwie so aus wie so ein aufgeblasenes, weiß nicht. Der hat den bei mir gar nicht auf. Marshmallow-Hut sieht aus wie so ein Quietsche-Entchen. Ja, so aufgeblasenes vom Strand oder sowas, so ein aufblasbares Ding. Deswegen sagte ich ja, ich habe das Bedürfnis, wenn ich Benny so sehe, einfach das Ding mal zu drücken, ob das quietscht, wie so ein Quietsche-Entchen. Reinbeißen. Quietsche-Entchen, nur mit mir. Also nur mit dir? Ja, wenn ich das rumdrücke. Oh.
behält deine Terminatoren den links oben. Ja, bitte. So, 31. Haben wir es gleich geschafft. 31. Ja. Ich hab noch zwei im Inventar. Dann machen wir noch einen Dino-Skin für den T-Rex. Da passt die Eierschale ganz gut. Let the eggs falling. Also das ist der Fuß vom Platz noch. So ein komischer Stock. Ich muss mal das Feuer ausmachen. Irgendwann nervt das Geräusch des Feuers auch schon echt. Mal jetzt, wie ruhig es ist. Das ist etwa im Seegebiet, ne? Wir brauchen noch. Ich finde den Affen aber mit diesem Reggae-Kükenhut voll gut. Er guckt auch so bekifft, so ein bisschen. Arno. Robert. Hey, Brüder. Den Kanu mal ein bisschen verwirrend, er sieht aus wie so ein riesiger Ballonkopf. Ja. Ich könnte mir schon echt vorstellen, was der sagt. Frohe Weihnachten alle Male. Sieht das T-Bird aus? Ich glaube, der hat zu viel Ostereier geraucht. Ja, gesnifft. Das T-Bird ist schon irgendwie niedlich. Wie der Terrorbird ist süß. Bisschen klein, aber total niedlich. Voll niedlich. Ja, doch. So, ist gut für dich. Hör dich, wo bist du hin? Menschen-Skin oder Tier-Skin? Tier-Skin. Den packen wir auf den Rex, das passt beim Rex ganz gut. Okay. Ah, hier, dann siehst du es erstmal auf Bambina. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das sieht ja nicht mal aus wie Calimero. Calimero? Oh mein Gott. Er guckt mich so an, Bambina. Oh mein Gott, lass mich sterben, sagt der Blick. Huh, hast du das Ei gerade gelootet? Ja. Ninja. Übrigens ist, warte mal kurz, ich muss das mal hier noch rein. Die letzten drei Eier. Eier. Lager mal. Eier erstmal raus? Haben wir eigentlich alles raus? Wir haben eigentlich fast alles gemacht. Die anderen kennt man ja schon aus den anderen Dings. Ja, also, Knüppel, Mützchen, den Osterhasen Kopfbedonskin, den finde ich langweilig. Ach, das Einzige, was wir eventuell machen könnten, wäre noch dieses Easter Egg Head. Dieses Osternest. Hat jemand rein zufällig noch ein paar Eier übrig, damit ich nämlich die Folge abschließen kann? Wie viel brauchst du? Wir brauchen fast 30 oder sowas noch. 36 brauchen wir. Ja, dann sammeln wir hier noch schnell ein paar ein und kommen dann rüber damit, also nicht mehr. Dann haben wir nämlich alle Skins durch. Die anderen kennt man ja aus den anderen Events. Die sind ja, Standard. Die Osterhasen, die Osterohren damit und das Prokoptogon-Skin damit spawnt man ja auch sogar. Achso, übrigens, die Eier kriegt man, ich glaube, nur da, wo es die, nur in diesem Gebiet, glaube ich, kriegt man die Bunny. Also Bunny theoretisch gibt es gibt den im Eisgebiet auch. Also überall, wo du Dodos halt kriegst. Es gibt halt den Dodo, Prokoptodon und Oviraptor. Die drei lassen diese Eier fallen. Drei gibt es in Bunny-Variante. Die lassen dann halt die Eier fallen. Also im Eisbiom könnte man theoretisch Prokoptodons und Dingsbums suchen. Dodo. Im Sumpf dürfte theoretisch der eine oder andere Oviraptor noch rumhüpfen. Ja, Vulkanbiom auch. Und da ist immer das Problem, die werden schnell weggeschossen, wie kam die. Wie viele Dingskins es hier gibt, ey. Oh, Chips. Das Deodon-Bild, das sieht so brutal aus. voll. Hast du dir mal die Rollred angeguckt? Ja, das ist creepy. Rollred. Ganz oben. Die Rollred sieht gar nicht mal so schlecht aus, aber irgendwie hat sie was von einem fetten Gürteltier. Ja, ist auch super, ich finde das super. So.
Hier, Dix. Guck mal, die Rowlet. Gut, die. Dann komme ich jetzt nochmal mit 7 Eiern rüber. Raffi, willst du auch noch welche dazugeben? Boah, ich hab 5 Eier noch. Sieht hässlich aus. Sieht so aus, als ob du die gegen die Wand geworfen hättest. Ich glaub, Dex noch ein paar Eier braucht. Achso, ja, der hat ja auch jetzt gerade. Der braucht noch Eier. Also gerade mal jetzt die Hälfte ungefähr. Ja, ich hab 7. Ich bin jetzt bei Eiern ebenfalls. Ja. Wir kämpfen 14. Ja, würdest du mir die in den Sporterrand werfen, dann springe ich die schnell rüber. Ja klar. Wir sammeln dann noch ein bisschen weiter, damit wir alles das bekommen, was ihr haben wollt. Ja, aber erstmal jetzt. Da kannst du aber auch lange sammeln für, ne? Das ist nur eine Glückssache, ob du sowas bekommst. Ja, ich weiß, ich bin über den Magmasaurus und den Reaper, den ich in Einzug bekommen habe, wir schon ganz froh. Aber trotzdem hätte ich lieber einen Rockdrake. Falls ich einen Basilisk kriege, Benny, kannst du den gerne haben. Ich mag zwar auch Basilisken, aber ein Rockdrake ist mir dann doch lieber. Ich finde den Hai supi. Hai gefällt mir. Vor allem, das war das zweite, ne? Das zweite Schiebe, was ich bekommen habe. Das erste war, weiß nicht, keine Ahnung. Allosaurus. Ah ne, dritte. Ja. Das dritte, ja. Das erste war Alu, dann hattest du noch Mammut und dann das den Hai. Ach, die Bäume hier sind nachgewachsen. So, jetzt. Lasst mich da vorbei. Wie die immer im Linkstakt gleichzeitig die Eier scheißen. Ja, tun sie. So. Hallo. Sechs Minuten so rum. So, dann. Du hast ein Terrorbot an den Eiern. Guck mal, wie das aussieht. Der hat ein Terrorbot unten hängen. Aber hast du aber ein Tier zwischen den Beinen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ja, und jetzt glaub mal, wie das aussieht, wenn ich einen Basilisken da hänge. Ja. Schon wieder eine Schlange hängt hier raus, toll. Ich hab alle Eier. Aber das ist immer noch besser, als wenn Eule oder Tashi mit einem Thylacoleo-Chibi unterwegs ist. Der hängt nämlich genauso vorm Bauch und verschwindet zwischen den Beinen. Ja. So, nix. Drop it like a tart oder zieh ihn an. Oh mein Gott. Aber irgendwie habe ich gerade Hunger. Pass auf, Rührei. Du bist echt. Nee, also der Benny sieht richtig. Oh, schmeiß mir den Mesopithecus ab. Mein Gott. Schreck mich doch nicht so. Dann gib mir mal den Skin. Warte, ich zieh mir ganz kurz den Skin ab. Sekunde, so, okay, dann zieh ich den kurz an. Da schmeiß ich den Dings. Und dann zieh ich den Mesopithecus gleich auf der Schulter und dann machen wir noch ein End. Geht nicht? Jetzt hat er ihn. So. Ach, tut ja da. Unfug. Voll lecker. Also guckt euch mal das leckere Törtchen an. Affenhirn auf Eis. Also wie immer eigentlich, oder? Standard. Also Dex, damit wir und pass mal zusammen. So. Ich stehe verwirrt daneben und gucke mir das Ganze an. Ich geh mal deinen Workshop. Nee, es fängt von rechts an. Dämlich, Mitte dämlich und ganz links Standard, Original, Classic, dämlich. Alles perfekt. Einmal mit Profis. Bis denn und frohe Ostern. Und dicke Eier. Die besten. Jede Porte dicke Eier. Und Eier suchen, aber es das heißt nicht zwischen die Beine. Ist egal. Bis denn. Tschüss. Tschüss. Tschüss.